Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Be Legendary. Wir sind wieder am Start mit der neuen Upgrade-Serie hier auf dem Kanal und auch die letzte Episode ist wieder richtig gut bei euch angekommen. Über 1000 Likes und wenn ihr das heute wieder schafft, wäre das mega, mega nice. Das ist eine riesen Unterstützung für mich, für euch nur ein Klick und es bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel und ist einfach das Beste, was ihr mir quasi tun könnt. Außerdem sehe ich damit, dass ihr die Serie feiert. Auch heute geht es natürlich wieder darum, welche beiden letzten Spieler unser Silberteam komplettieren sollen und das könnt ihr mir natürlich am Ende der Episode wieder in die Kommentare schreiben. Zunächst einmal natürlich noch die Information, weitere Unterstützung möglich in der Videobeschreibung. Ren, Instagram, Facebook und Twitter. Einfach mal auschecken, wenn ihr Bock drauf habt. Alain Saint-Maximin, Wladimir Rankovic, Jerome Kieswetter und Maurice Hirsch sind die vier Spieler, die wir heute upgraden. 3,96er mit dabei. Und ihr habt euch entschieden in den Kommentaren, habt ihr sehr viele interessante Spieler vorgeschlagen. Und ich habe mich letztendlich für vier, denke ich mal, relativ coole Spieler entschieden. Und zwar haben wir da zum ersten, ja, für Alain Saint-Maximin den Kollegen John Cordoba. Keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, aber auf jeden Fall wird der J-H-O-N geschrieben. Dann haben wir auf A6 Julian Weigel, auf der Rechtsverteidigerposition Timothy Chandler und im rechten Mittelfeld Leroy Sané. Warum beispielsweise vorne drin nicht Václav Kadlec? Ich habe lange überlegt, ich wollte auch eigentlich Aaron Johansson nehmen oder Philipp Hosina. Hosina mit dem besten Positionsspiel. Dafür hat Johansson den besten Abschluss. Aber Cordoba sieht einfach so biestig aus mit seinen Stats, dass ich mir dachte, den musste man ausprobieren. Weigel auf A6 einfach wegen dem Namen bzw. wegen seiner Klasse-Saison. Will ich mal gucken, ob er in FIFA genauso gut spielen kann, wie es in der Realität momentan macht und wie die Upgrade-Karte eventuell sich noch spielen könnte. Dann auf der Rechtsverteidigerposition Timothy Chandler, das Ganze liegt vor allem an seiner Physis und weil dem bisher relativ gut gefallen hat dieses Jahr und Leroy Sané im rechten Mittelfeld, ich denke mal, das ist klar, der ist momentan gehypt, der ist gut in der Realität und dementsprechend wird auch gut in FIFA sein, hoffen wir zumindest und deswegen probieren wir den einfach mal aus. Ich denke mal, mit den Spielern könnt ihr sehr gut leben, ich hoffe es zumindest und wenn das der Fall ist, dann zeigt mir das und schreibt mir das in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne mal rein, was ihr glaubt, was die Upgrades für Timothy Chandler, wollte ich gerade sagen, für Julian Weigel und Leroy Sané ergeben, werden die sogar Gold im Winter schon oder wird Weigel Silber bleiben und Sané Gold oder werden beide Silber? Haut's auf jeden Fall mal in die Kommentare. Wir gucken uns mal an, wie das Team jetzt insgesamt aussieht und zwar folgendermaßen. Wir haben im Tor Zieler davor, Samuel Elvedi und dann die ganzen Silberspieler. Chandler natürlich auf links Garcia, Weigel Sané, natürlich Enes Benatira, Stendera Cordoba und Benchop. Sieht an sich doch gar nicht mal so schlecht aus. Zwei Spieler fehlen noch und die werden im einzigen Spiel für diese Episode heute quasi nochmal geupgradet. Da habe ich entschieden, nur ein Spiel zu machen, damit wir nächste Episode direkt mit dem ganzen Silberteam durchstarten und auf Gold upgraden. Wir gehen rein ins erste Spielchen und ich muss dazu sagen, natürlich denkt ihr eventuell jetzt, Max, nur ein Spiel. Bisschen wenig für eine Episode, ne? Aber dieses Spiel, Gott sei Dank, hatte extrem, extrem viele Highlights und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Es ist gegen einen, BSG mehr oder weniger. Vielleicht macht er auch eine Upgrade-Serie, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir zwei Bronzespieler, einen Silberspieler und ansonsten einen Goldspieler. Wird nicht einfach, allerdings geht es relativ interessant los und zwar mit Timothy Chandler. Wie gesagt, Physis hat er und das zeigt deine Situation hier. Lässt sich nämlich gar nicht erst vom Ball trennen, sondern geht weiter. Wunderbarer Lauf über den ganzen Platz, die Flanke auf Benchop an der 16er Kante, aber der Kopfball war nicht so gut. Dann ging es weiter mit der nächsten Situation und zwar Stendera auf Cordoba. Der ist im 16er, macht das auch sehr, sehr gut, aber er will nicht abschließen und im Endeffekt der Abschluss ein bisschen zu spät und kein Problem mit den zweiten für Fraser Forster, der war allgemein ein richtiges Monster in diesem Spiel, werdet ihr später noch sehen. Die Ecke dann reingebracht von Marc Stendera, der kann ja Standards schießen und kommt auf Santiago Garcia, wieder ist Forster da, Überraschung, Überraschung, er hält natürlich auch diesen Ball ohne größere Probleme. Dann Jack Wheelchair, der Rollstuhlfahrer, macht hier einfach mal das 1-0, wunderbarer Fernschuss aus der Distanz, ja, das sagt das Wort Fernschuss schon, aber ist ja auch egal, auf jeden Fall macht er das 1-0, in Realität ja momentan, Überraschung, mal wieder verletzt, aber hier, ja, macht er dem Gegner das 1-0 mit der ersten Ansatzweise gefährlichen Torsituation. Dummerweise machte der Gegner danach auch richtig gut weiter in der Offensive, hatte Chancen, das Ganze auszubauen und das sehen wir zum Beispiel hier. Der Ball auf außen gespielt und dann zieht er einfach mal in den 16er und haut drauf, aber zum Glück am Winkel von unserem Keeper vorbei, von Ron-Robert Zieler. Trotzdem wurde er jetzt immer besser. Der Ball kommt auf Gabriel Agbonlahor, das ist nicht Agbonlahor, das ist irgendein anderer, mit dem ich lesen konnte, aber der scheitert auf jeden Fall ebenfalls an sich selber mehr oder weniger. Dann der Konter über Cordoba auf die anschließende Ecke, macht das hier gut, setzt sich durch mit seinem Tempo im 16er, Kieran Gibbs kommt von hinten, spielt auch den Ball, allerdings primär den Kollegen Cordoba und unser kolumbianischer Stürmer holt uns dementsprechend in seinem ersten Spiel direkt mal einen Elfmeter raus. Gelbe Karte dazu noch für Kieran Gibbs, nicht rot, das ist ja momentan nur in der Bundesliga so, dass man für Fouls, die keine Notbremse sind, beziehungsweise keine klare Torchance verhindern, eine rote Karte bekommt. Hashtag Kyrgiakos Papadopoulos. Benchop hat den Elfmeter und hat die große Chance zum 1-1 und die nutzt er auch, macht das Ding und Fraser Forster bleibt zwar stehen, allerdings nicht präzise genug, sodass der Ball im Tor einschlägt. Also die Länder mit der
Nummer 10 mit dem Ausgleichstreffer und danach ging es weiter mit viel Pressing, aber auch vom Gegner gab es weitere Chancen. Hier haben wir wieder diesen Spieler, den ich nicht aussprechen kann, und Zieler hält den Ball wieder klasse. Ich muss mir nochmal angucken, wie der wirklich hieß, aber im Endeffekt ist es auch egal. Auf der anderen Seite, Leroy Sané mit seinem ersten Antritt macht das hier richtig gut, zieht in den 16er mit gutem Dribbling, wunderbar gemacht, und der Schuss gegen die Latte aus 4 Metern, musste den ein bisschen präziser machen. Benchop hat da nochmal die Chance, aber kann den Ball nicht mehr kontrollieren und Fraser Forster haut den Ball dann schlussendlich raus. Oxlade-Chamberlain versucht dann nochmal in der 45. Minute, wird gefolgt von Elvedi, dem Spieler, der heute geupgradet werden soll, zusammen mit Zama, und dementsprechend gibt es den Elfmeter. Elvedi spielt auch den Ball, aber auch prima den Gegner, deswegen ist der Elfmeter in Ordnung und es gibt die große Chance für Oxlade-Chamberlain, den reinzumachen zum 2:1. Macht er natürlich. Zieler hält mal wieder keinen Elfmeter, genauso wie gegen Hertha BSC Berlin, und dementsprechend steht es dann 1:2 aus unserer Sicht. Auch wenn wir die Führung nicht verdient hätten, weil der Gegner besser war, versuchen wir weiter nach vorne zu spielen. Stendera mit einem Kopfball, auch der kann sogar einen Ball aufs Tor. Allerdings macht auch mein Voice Crack die Situation nicht gefährlicher. Immerhin konnte ich gerade mal in der Zwischenzeit kurz die Pyro-Show von Hamburg genießen. Grüße an alle Hamburg-Fans. Das wird ordentlich teuer, sah dafür aber geil aus. Hier haben wir die nächste Chance gesehen von Sané. Das Ganze noch nicht vorbei. Stendera versucht nochmal. Und das Ding wird im Endeffekt nicht konsequent geklärt. Kommt nochmal auf Benchop. Und Charlie versucht es einfach mal. Und wieder natürlich eine gute Parade von Fraser Forster. Die anschließende Ecke reingebracht von Ron-Robert Zieler. Warum? Ich konnte nicht wechseln. Und im Endeffekt ist da nochmal Sané mit dem Schuss. Und wieder ist Fraser Forster da. Wie gesagt, der war richtig gut. Machte eine unfassbar starke Partie. Und auch in Durchgang 2 wurde das nicht viel anders. Der Ball hier auf John Cordoba gespielt. Der geht auf den 16er zu. Und natürlich Fraser Forster, der diesen Ball hält. Nicht so schön. Allerdings, die Großchancen häuften sich. Das heißt, das Tor war nur eine Frage der Zeit. Oder Flanke auf Cordoba. Und natürlich Fraser Forster. Hat ein bisschen genervt zu diesem Zeitpunkt. Allerdings gibt es die anschließende Ecke. Und zwar von Stendera. Der kann Standards, wie gesagt. Der kommt nicht so gut. Allerdings geht er raus zu, ich weiß gar nicht wem. Und der legt aber auf Stendera. Und der flankt auf den zweiten Pfosten. Und da steht Charlie Benchop. 2:2. 70. Minute war es schon. Und da ist halt der Ausgleich dann gefallen. Ist ganz schön, aber wir wollen gewinnen. Und wir haben nur noch 20 Minuten. Und das ist ein Team, das ist zu großen Teilen Gold. Und Forster macht uns einen Strich durch die Rechnung. Deswegen vielleicht über einen Standard. Das ist Stenderas Position. 82. Minute. 30 Meter. Boom! 3:2 und das war ein richtig geiles Ding. Ich habe ja gesagt, Stendera ist ein geiler Spieler. Ich will den unbedingt drin haben. Ich mag den im Karrieremodus und ich mag den Ultimate Team bestimmt auch. Und ich liebe ihn. Das war richtig geil gemacht, keine Frage. Den kann Forster eventuell halten, mit ein bisschen mehr Glück. Aber da war noch so viel Kraft dahinter, dass das Ding genau einschlägt. Und von daher will ich mich da nicht beschweren, sondern freue mich. Es ging dann weiter mit Offensivfußball, denn mein Gegner brach so ein bisschen zusammen. Das ist wieder Cordoba, der versucht mit einem Distanzschuss. Und Forster muss den über die Latte lenken. Letzte Aktion der Partie, haben wir nochmal einen Freistoß aus dem Halbfeld. Der wird reingebracht und das Ganze wird über Cordoba nochmal halbwegs gefährlich. Schlecht geklärt. Und da ist Elvedi und der macht das 4:92. Minute. Er wird geupgradet und macht tatsächlich, obwohl er den Elfmeter verschuldet, hier nochmal sein Türchen, sein erstes für unseren Feind und auch sein letztes, aber das macht ja nichts, denn es bringt im Endeffekt eine bessere Bewertung und dann ist vielleicht nicht ganz so unrealistisch, dass er geupgradet wird. Wir gucken uns nämlich mal die Ratings jetzt an, das Spiel ist vorbei, wir gewinnen mit 4:2, haben also wieder mal einen Sieg eingefahren, haben eigentlich schon mal ein Spiel verloren, ich weiß es gar nicht, schreibt es mir in die Kommentare, ich erinnere mich gerade nicht daran, aber gut, Stendera ist unser Matchwinner, er hat eine Vorlage gemacht und ein Tor selber, von daher, okay, Benchop hat 2 Tore gemacht. Ne, die beiden auf jeden Fall, die Matchwinner. Hier sehen wir Charles und Benchop. Und jetzt sehen wir gleich die Noten, denn ich habe das Ganze hier übersprungen. Und da haben wir eine 6,9 für LW, die 6,3 für Sama. Ist ja aber egal, sind die letzten beiden Spieler, werden also sowieso geupgradet. Auch wenn es neben Benatira die beiden schlechtesten waren von der Bewertung, macht das ja überhaupt nichts. So, also Sama wird geupgradet und LW wird geupgradet. Schreibt mir in die Kommentare, welche beiden Spieler ihr gerne für den Gladbacher und für den Stuttgarter drin hättet. Es gibt viele interessante Silberverteidiger, allerdings solltet ihr darauf achten, dass die eventuell aus irgendwelchen Gründen interessant sind. Ich werde jetzt keinen Inform-Martipp nehmen, weil das kann ich jetzt schon mal ankündigen, weil den finde ich persönlich einfach zu teuer, weil es ein Silber-Inform und Silber-Informs, keine Ahnung, da kannst du auch einen Goldverteidiger nehmen. Ist ja auch egal. So, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. 1000 Likes sind, wie gesagt, richtig, richtig geil. Schreibt mir in die Kommentare eure Meinungen zu den ganzen Fragen, die ich geschrieben habe. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Start in die Woche. Ist gar nicht der Start in die Woche, oder? Ich weiß gar nicht, wann das Video kommt. Vielleicht auch schon Wochenende. Ich produziere vor. Von daher vollkommen egal. Bis dann. Haut rein und ciao.